Vielen Dank, Frank. Als nächstes kommt die Julia, die möchte auch noch ein paar Worte sagen. Hallo, ich bin Julia Kosa, bin 32 Jahre alt und habe zwei kleine Kinder. Ich habe mich gestern Abend dazu entschlossen, heute hier zu sprechen. Mir ist wichtig, euch zu sagen, dass jeder Einzelne wichtig ist und etwas zu dem Ganzen beitragen kann. Ich bin bei den Freiheitsboten Vöcklabruck dabei und wir informieren die Leute. Wir organisieren uns. Was sind die Freiheitsboten? Die Initiative hat Dr. Bodo Schiffmann in Deutschland gegründet. Und ich darf für die Freiheitsboten in Österreich sprechen. Die Freiheitsboten machen aus klein groß. Immer wieder treffe ich Menschen in meiner Umgebung, beginne ein Gespräch über Corona, erst vorsichtig und bemerke, dass sie sehr wohl der Meinung sind, dass die Maßnahmen nicht mehr in Relation zu den Erkrankten ist. Wie oft habe ich gehört, alle machen mit, niemand macht was. Es kann doch nicht sein, dass wir uns nicht laut aussprechen trauen, was wir denken. Aus Angst, jemand könnte uns bestrafen. Ich habe nicht viel Zeit mit zwei kleinen Kindern. Aber ich für meinen Teil kann es nicht mit ansehen, dass etwas schief läuft und mit meinem Wissen nur in meinem Informationskreis bleibe. Denn das ist, was die meisten tun. Sie informieren sich, ein bisschen beschweren und sie bleiben in ihrem Informationskreis. Ich möchte meine Informationen mit euch teilen und anderen helfen, sich aus der Mainstream-Informationsblase zu befreien. Sie von der Angst zu befreien, die Wahrheit zu sagen, zu fordern, dass offen und ehrlich darüber diskutiert wird. Das ist es, was die Freiheitsboten machen. Andere Menschen informieren. Eine Person fängt an, kritisch zu reden. Er verteilt Flyer. Eine weitere schnappt es auf und trägt es weiter. Wenn die Informationskette erst in Gang ist und jeder von euch einen einzelnen weiteren informiert und dieser wieder jemanden informiert, und in weiterer Folge mal jemanden erreicht, der die Motivation und Mittel hat, Großes zu bewirken, dann erreichen wir das Ziel der Wahrheit und wieder unserer Freiheit. Das ist es, was Freiheitsboten machen. Wir vernetzen Menschen, die mit einem kleinen Beitrag etwas machen wollen, um Großes zu erreichen. Auf unseren Telegram-Kanälen, das ist eine App fürs Handy, findet ihr jede Menge Flyer, Handzettel, Links zu nützlichen Informationen und jeder von euch kann mithelfen, aus der Pandemie eine Infodemie zu machen. Denn bald wird jeder jemanden kennen, der sich informiert hat. Das ist das, was die Freiheitsboten machen. Du kannst auch Freiheitsbote werden. Vielen Dank, Julia.